Hallo und somit herzlich willkommen bei einer kleinen Demo von Bonfire Peaks. Ich habe das Spiel auf Steam gesehen und ich fand es sieht noch interessant aus mit dieser schönen Voxel-Grafik. Ich gehe da mal ohne Vorahnung hinein und ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam an. Let's go! Bonfire Peaks. Ja, und da sind wir auch schon mit diesem süßen kleinen Schwan über den See gefahren. Und jetzt können wir uns hier offensichtlich bewegen. Burn your belongings. Deine Gegenstände verbrennen. Leertaste drücken zum Betreten. Wir sollen jetzt also unsere Gegenstände hier verbrennen. Wie so auch immer. Abgeschlossen. Das ging ja recht schnell. Scheint wohl etwas Ähnliches eigentlich wie ein Jump'n'Run zu sein. Backup-Plan. Plan B. Nee, das ist jetzt nicht genau wirklich das, was ich wollte. Okay, wir müssen dort hoch. Hä? Wie soll das funktionieren? Okay, nicht so. Gut, hätten wir das geklärt. Rückwärts. So geht's auch. Mit A und E Kamera schwenken, W und S neigen der Kamera. No, shit. Okay. Die Störung ist recht empfindlich. Was haben wir hier? Manipulation, Handhabung. Okay, ich sehe schon, was dieses Spiel genau von uns möchte. Man hat offensichtlich... Shit. Nur begrenzt Platz und muss immer die Kiste verbrennen können. Ins Feuer werfen oder mitnehmen. Und das scheint wohl nicht immer so einfach zu sein. The Great Divide, die große Teilung.
Okay. Ja, ich sehe es schon. Was wir dann... Nee, nicht ganz. Doch. Wait a second. Jetzt können wir die Kiste hier aufnehmen. Shit. So. Nice. Okay. Wir müssen dann wohl hier hoch und dafür brauchen wir zwei Kisten. The Great Beyond, das weite Jenseits. Es wird natürlich immer schwieriger. Müssen wir die Kiste hier. Könntest du dich bitte umdrehen? Danke. Nice. Okay, gut. Habe ich eigentlich anders im Kopf gehabt, aber es hat funktioniert. Steps, Schritte. Holy moly. Okay, die Steuerung ist manchmal etwas kompliziert, da man es anders im Kopf haben muss. Nein, das bringt absolut gar nichts. Okay, wait. Nope. Nope, auch nicht. Bitte. No. Wait. No. Oh, ja, okay. So geht's auch. No. Oh Mann. Hier hinlegen. No, das ist falsch. Die Kiste müssen wir hier hin tun. Die andere kommt dann rein theoretisch. Eigentlich dort in die Lücke schieben kann man sie nicht. Ja gut. Ja gut, auch dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das halt so. Nee, eben nicht. Rückwärts. Dann so. Dann können wir die mitnehmen und verbrennen. Nope. Bitte drehen. No! Man muss eigentlich genau in diese Richtung steuern, in die man eigentlich gehen möchte. Das ist das Komplizierte. Aber es funktioniert ja bis jetzt ganz okay.
Dann haben wir hier schon eine zweite Kiste. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Ich glaube, ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Ja, nee. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir müssen die Kiste hier so umdrehen. No. Die Steuerung ist etwas fies. Und dann von hier graben. No. So. Dann kommen wir schon mal hier nach oben. Aber dort brauchen wir dann auch wieder eine Kiste. Aber weiter geht's hier. Underline, darunter schieben. Was ist jetzt hier genau schwierig? Okay. Okay, jetzt sehe ich es erst. Okay. Und wie funktioniert das genau? Kann man denn irgendwie crouchen? Ja, nee, das ist jetzt nicht genau das, was ich wollte. Man muss die obere Kiste... Nee. Man nimmt jetzt die Kiste hier mit. Hä? Wait. Okay. Hä? Thank you.
Okay, das ist fies. Holy moly. Macaroni. Aber wie komme ich jetzt da nach oben? Ah, wait. So. No. Dann kann ich hier die Kiste grabben. Nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. War jetzt wirklich schon recht kompliziert. Wie ich finde. Fuck. Falsche Richtung. Das ist halt echt mies, dass man in diese Richtung eben eigentlich laufen muss, in die man gehen möchte. Also eigentlich ist es ja logisch, aber eben doch nicht so logisch. Okay, dann gibt es hier noch zwei weitere Brick Oven, Ziegeloven. Okay, das soll jetzt eigentlich recht einfach sein, glaube ich. Ja. Gut. Hätten wir das erledigt. Das war dann wohl eher eines der einfacheren Level. Fuck. Wieder falsche Richtung. Ich nehme die Kiste hier einfach mal mit, vielleicht brauchen wir die ja. Wahrscheinlich zwar nicht, aber ist ja egal. Gibt es eigentlich hier hinten noch irgendwas? Ne. Gut. Scott, Platz machen. Okay, das war ja jetzt auch sehr einfach. Das war auch sehr einfach. Gut. Irgendwie gefällt mir das Spiel. Es hat einen interessanten Ansatz, finde ich. Und, no. Komme ich da irgendwie wieder raus? Nicht. Schade. Gut, dann halt nochmal. Gut, zweites Mal geschafft. Naja. Eigentlich wollte ich die Kiste hier mitnehmen. No. Baram, baram. Ja, okay, gut, ich lasse die mal hier. Ja, gut, ich mach mal jetzt nicht so schnell. Weiter geht's. Island, Insel. Okay. Fuck. Ich sehe schon, was wir hier machen müssen. So etwas Ähnliches wie eine Brücke bauen.
Die Musik ist auch noch nice. Um irgendwie nach dort drüben zu kommen. Ja, jetzt... No! Come on! Jetzt, so. Oh! Okay. I see. Wir müssen... Shit. Wir müssen... Hier ein nach hinten. Gut. No. Dass ich ja so stark bin. So, jetzt funktioniert's. Nice. Good job.